Manuelsen hat mich enttäuscht. Wallah, richtig enttäuscht. Er soll nicht boxen. Er soll einfach Musik machen. Er ist Musiker. Und das macht uns zu Männer. Wenn wir sagen, ich hole ihn rein, ich will ihm sagen, dass er scheiße geboxt hat. Mit Yasser habe ich eh nichts zu tun. Ich kenne ihn gar nicht. Tu mal den zur Seite. Von Arafat, das ist keine schöne Art. Lass mal mit einem gewissen Alter im TikTok sitzen. Sie wissen alle, wo ich bin und wo ich wohne. Ihr wisst alle, wo ich wohne? Was ist das? Wenn ich komme, dann komme ich. Egal, interessiert mich nicht, wer was ist. Und verteilt hier keine Ansagen. Ihre Fertigkeit komplett. Die Antwort kann Rafi. Fünften sind wir in Essen, in Essenz. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen. Und wer hätte es gedacht? Es ist sehr, sehr viel Scheiße passiert nach dem Kampf Manuelsen gegen Bösemann. Es war quasi die Überraschung des Jahrzehnts. Es war unbeschreiblich. Ich war ja live vor Ort. Ich habe das live mit beobachtet. Und was für ein Wechselbad der Gefühle das für alle Anwesenden war, kann man nicht in Worte zusammenfassen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn Arafat Abouchaka hat sich zu diesem Boxkampf geäußert und nicht ganz so, wie Manuelsen es erwartet hätte. Und daraus ist ein ganz, ganz ekliger Beef entstanden, der wohl am 19.05. diesen Monat in Essen im Club Essenz geklärt werden soll. Barello soll wohl da auftreten und falls Arafat dieses Video hier sehen sollte, lad mich doch gerne ein. Ich wäre gerne dort und würde einen Vlog drehen. Schauen wir uns erstmal an, was da überhaupt vorgefallen ist, denn es ist gottlos eskaliert. Let's go! Oh. Papari, ey, gib mal Statement, Papari. Wallah zum Kampf, wallah, ey. Wallah, ich will dein Statement hören. Ganz ehrlich? Mit einem harmlosen Lacher. Wie es oft der Fall ist, geriet der Stein ins Rollen. Manuelsen hat mich enttäuscht, wallah, richtig enttäuscht. Ich hätte viel mehr von ihnen erwartet, wallah. Aber siehst du, wer groß redet, am Ende passiert was. Hallo, ich war in NRW. Und ich war bei meiner Tante und meiner Cousins da. Und mein Cousin hat mich gefragt, wer gewinnt. Bei Allah. Ich habe nichts gegen Manuelsen. Ich war eigentlich für ihn. Bei Allah. Ich habe ihm gesagt, Bösemann gewinnt. Also niemals ist so doch. Also warum? Die Gründe wollte ich nicht sagen. Oh, okay, was sind die Gründe, sag jetzt? Nein, sag ich nicht. Aber ich kann ihm eins mit auf den Weg geben. Er soll nicht boxen. Er soll einfach Musik machen. Er ist Musiker. Der hat auch Angst gehabt irgendwie in seinen Augen. Diese Angst hat man gesehen. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, mach einfach nur Twitch, weil Musik ist auch nicht seine Stärke. Nein, Spaß beiseite. Also wenn Manuelsen nicht so viel sich gestritten hätte mit gewissen Leuten und sich versaut hätte mit gewissen Leuten und nicht abhängt mit gewissen Leuten und seine Musik wirklich macht, Manuelsen wäre was geworden. Manuelsen ist ein guter Musiker eigentlich. Ist wirklich so. Er hat sich an seiner eigenen Hand versaut. Das ganz ehrlich, er war zum Scheitern verurteilt. Mit 143 Kilo, Alter. 143 Kilo. Allein nach einer Minute sein Gewicht, er kann ihn nicht mehr tragen. Es geht nicht darum. Ich habe ihn auch gesagt, wo ich mit ihm auf Live war, weißt du doch, Barrel, habe gesagt, in der ersten Runde musst du ihn eigentlich. Ja, weil du hast im Livestream gesagt, wenn du erste Runde nicht gewinnst, hast du schon verloren. Du hast ihn zu Tyson Fury gemacht. Ich dachte mir, hä? Und ich sage euch ganz ehrlich, allein solche Aussagen bürden einem Kämpfer eine riesen Last auf. Und jeder hat das von ihm erwartet. Und jetzt stellt euch vor, mit dieser Last, die ganze Welt lastet auf euren Schultern, geht ihr da rein, ist doch klar, dass ihr nicht klarkommt. Ihr werdet aufgrund dieses Druckes eure komplette Ausdauer verlieren, von der ihr sowieso nicht viel habt. Bösemann hat trainiert. Er hat richtig trainiert. Bösemann. Ich denke, Bösemann war im Primetime. Er würde sogar gegen Sinanji gewinnen in diesem Moment. Ismalallak. Oksumum billah. Bösemann ma'lu dachle bil Box. Ma'lu dachle bil Aishi kullahai. Barik. Er schwört, dass Bösemann nichts mit Boxen zu tun hat. Hat man ja auch, da er ist ja auch kein Boxer, hat Bösemann ja selber gesagt. Er hat zwar monatelang sich jetzt vorbereitet, aber er ist kein Boxer, so in dem Sinne, sagt er. Schi wala schi. Laki frisser Zuddu wala afdach fadiha bil tarikh vater. Barik. Die größte Blamage, was man heute in der Abrede hat. Ja, Barik. Ich verstehe kein Wort. Besser. Der meinte, Bösemann ist im Primetime. Mhm. Bösemann kann nicht boxen, er kann nicht boxen. Er hat mit Boxen nichts zu tun. Ja, das hat er gesagt. Er hat mehr Herz gehabt. Aber er hat angegriffen. Ja, mehr Herz gezeigt. Er hat das Beste draus gemacht, aber er hat keine Ahnung vom Boxen. Deswegen sage ich... Er hat zu viel geredet vor dem Kampf. Zu viel. Hey, Barello, der Momo schreibt mir... Entertainment gehört dazu, ist normal. Umut. Ja, das ist normal. Sind Entertainer, aber. Also, aber er behauptet. Ich hätte nicht geboxt. Kann ich was sagen? Ja. Manuelsen behauptet, dass Bösemann auf irgendwas war so. Also, er war nicht ganz normal. Er hat was genommen davor. Stimmt das? Er war aufgeregt. Auf Bösemann genommen? Ja, Wallah, Bösemann kann nehmen, was er will. Er hat nichts mit Boxen zu tun. Wallah, Bila. Bösemann hat mich stolz gemacht.
Aber Bösemann ist kein Boxer, ne? Er hat einfach Glückstreffer, so. Er hat versucht die ganze Zeit. Was trifft, trifft. Manuelsen hat nicht einmal versucht, aggressiv zu werden, um zu gucken, was er drauf hat. Manuelsen wollte so Profibox machen. Er hat Technik drauf und so. Ich möchte jetzt gar nicht mehr kommentieren. Egal. Wir reden über was anderes. Mit den Hosen voll. Arafat, was sagst du? Barello oder Manuelsen? Beim Boxen. Ich möchte darüber nicht reden. Hä, warum? Ja, jetzt über Barello. Manuelsen macht dich K.O. Sag Wallah? Nein. Nein, ich sag nicht Wallah. Scheiße. Ja, aber er meinte, schick mich in ein Kriegsgebiet. Ich bin... Hey, er hat sich selber zur Maschine gemacht. Wallah, das war übertrieben. Ich dachte, er hat mehr drauf, als ich gesehen habe. Allah. Junge, er hat ja, wirklich nur Bescheid. Decken gehalten. Er würde möge, Allah, möge Allah uns alle recht leiten. Baba, danke, danke. Amin. Ich bin ja, danke. Aber es ist mehr Show, alles Show. Show hin und her, der Kampf war real. Ich glaube nicht, dass er Geld gegeben hat. Aber guck mal, hast du genau geguckt, er hat ihm keine K.O.-Bombe gegeben. Das war doch keine K.O.-Bombe. Das hat ja nichts mit einer K.O.-Bombe zu tun. Ja, Sir, du musst so überlegen. Von so einer Bombe kann man nicht K.O. gehen. Hallo. Hallo, da Typ. Hallo, habt ihr alle ein bisschen Ahnung von Boxen, Umut? Du hast doch ein bisschen Ahnung von Boxen, wa? Ja. Null Kondition. Er ist kaputt und K.O. gegangen, weil er keine Kondition hat. Genau, er konnte sich einfach gelassen. Er hat sich einfach gelassen. Und damit wenn seine Kondition weg war und seine Nervosität und die Angst, die er hatte, alles in einem, hat ihn jegliche Kraft, hat er weg. Krallas. Er hat keine Kondition. Und wenn einer keine Kondition hat, hast du schon mal geboxt? Wirklich? Barello, du musst du gerade sagen, ich habe es bei dir auch gesehen. Du hast keine Kraft mehr. Du kannst nicht mehr schlagen. Nix. Ja, aber ich kann. Und ich habe bei Bösemann gesehen. Bösemann, vielleicht kann er nicht gut kämpfen. Aber er kann einstecken, er geht ich rein. Ich sage dir ganz ehrlich, die nächste Runde Bösemann, die werden beide K.O. gegangen durch Kondition Null. Ja, die andere aber Bösemann kann einstecken. Ach, Mann, ich bitte dich, Alter, das ist doch... Well, also, Manuelsen hat doch nicht mal eine zurückgegeben, nicht eine einzige. Doch. Nein, aber Wallach, das ist eine Mischung zwischen diese drei Sachen. Ganz ehrlich, die müssten in den Ring gehen und die mussten... Habib, was viele hier vergessen, ja? Ich bin vom Samstag und ich mache ein paar Trainingsübungen. Der Samstag schlägt nicht zurück. Ganz einfach. Da kannst du deine Kondition, da ist auch keiner, der zurückschlägt. Also brauche ich auch keine Angst oder Furcht haben, dass ich getroffen werde. So ist Boxen. Deswegen, die müssen mehr Sparings machen und so. Das hat auch nichts damit zu tun, jeder steht seinem Mann und geht in den Ring. Das hat mit Mann nichts zu tun. Wer nicht boxen kann, soll nicht boxen. Und Arafat, viele denken auch Aussehen. Aussehen ist alles. Die denken, weil die krass aussehen, können die auch krass kämpfen. Das stimmt gar nicht. Das sind die Schlimmsten, die am besten aussehen, die haben nichts drauf. Ja, nichts haben die drauf. Das sind die größten Flaschen. Also weil ich gut aussehe, deswegen kann ich nicht boxen. Aber Barello, ja. Du hast am Anfang richtig gut geboxt gegen diesen... Ja, die erste Runde habe ich dir gesagt. Die erste Runde warst du für mich Sieg, die zweite Runde war unentschieden und die dritte Runde hat er gewonnen. Weißt du, warum also, du verloren hast? Du hattest keine Kondition mehr. Null Tod. Ich könnte noch eine Runde so weitermachen. Halt deine Klappe, du warst tot. Ja, ich war tot. Hallo, ich wollte schon ein Beatmungsgerät holen. Du konntest nicht mehr. Hättest du trainiert, hättest du K.O. gewonnen. Aber ich will dir auch sagen, ganz ehrlich, ja, Spaß beiseite hier. Boxen ist ein Hardcore-Sport. Wenn du keine Kondition hast, da kannst du der Stärkste überhaupt sein. Boxen ist, ich schwöre dir, ich meine das ernst. Bei uns gibt es so einen Insider, ne? Manchmal schaust du von den Boxern die Schuhe an. Vergiss nicht, viel geraucht, viel Shisha, viel das ist eins bringt nach dem anderen, das ist tot. Und die sind beide über 40, ne? Kann ich was fragen? Barello, sind die beide über 40? Der Bösemann steht, er ist 42, aber ich glaube, er ist ein bisschen älter. Bei Manuelsen weiß ich nicht, Wallah. Also, so wie Manuelsen angezogen war, ich dachte, der wird krass gehen. Aber der sah aus wie ein Sumo-Ringer. Wallah, der sah aus wie ein Sumo-Ringer. Deswegen ist Manuel so sauer. Ja. Aber ehrlich beantworten. Ja. Abad ist irgendwie nicht privat, aber so kann man stellen, ja. Ja. Wer von euch beide Brüder hat besseres Haus? Ich beantworte. Wir Brüder unterscheiden uns nicht, das ist deins, das ist meins. Alhamdulillah. Das hat zuerst alles unseren Eltern gehört und jetzt gehört das alles uns. Das ist die Antwort. Weil ich habe mit meinem Bruder ja, eine Gebärmutter geteilt. Rahmatullah alayhi. Verstehst du? Und diese Frage, du wirst nie in deinem Leben schaffen, zwischen uns Fitner zu machen. Nicht meine Intention, Wallah, war nicht meine Intention. Ich sag's dir. Aber Barello. Ja. Auch wenn, ja zum Beispiel, mein Bruder hat bessere Haus, ja? Hä? Guck mal, er sagt ihn direkt, aber warte, hat besseres Haus. Warte. Er sagt ihn direkt, Papa Ari. Warte doch, ist doch gut.
Ach so, das ist doch mein Bruder. Wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich. Ja, aber das bedeutet, er hat bessere. So, die haben sich also in einem TikTok-Livestream über den Kampf von Manuelsen gegen Bösemann geäußert. Das hat Manuelsen wohl nicht so gut gefallen und er gibt dazu auch ein Statement und das ebenfalls auf TikTok. Guck mal, ich erkläre euch kurz eine Sache. An dem Boxkampf, nochmal, ich erkläre das nochmal, okay, damit es auch der Letzte versteht. An dem Boxkampf, ich war wirklich sehr nervös. Das ist keine Ausrede, ich habe diesen Kampf verloren und der Sieg für Bösemann ist halal. Der Sieg ist wirklich halal und ich gönne ihm auch diesen Sieg. Wir sind Männer, Bruder, wir machen keinen Schamot hier, okay? Wir sagen nicht, ja, da war was in meinem Wasser oder ich war erkältet oder ich war irgendwas. Nein, wir haben gekämpft, wir waren mental nicht auf diese Sache vorbereitet. Boxerisch ja, aber mental nicht und wir haben verloren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ich sage, wir sind Männer, dann sage ich das auch zur Zeit einer Niederlage. Okay. Wie ich boxe und wie ich nicht boxe, weiß nur ich selber und mein Trainer und Leute, die mit mir trainiert haben. Ich bin ein sehr guter Boxer, aber ich konnte an diesem Tag nicht abrufen. Das ist keine Sache, wo ich mich jetzt hier erklären muss oder eine Rechenschaft schuldig bin. Nein, bin ich nicht. Ich habe einfach verloren. Das gehört zum Leben dazu. Okay. Was mir aber nicht gefällt, ist diese Hochnäsigkeit von manchen Leuten. Okay, diese Hochnäsigkeit von manchen Leuten, die sich hier hinstellen mit hochgezogenem Mundwinkel. Und denken, sie sind Männer in TikTok, weil sie vor den Kids, die hier sind, rumschreien und sagen, hol ihn mal rein, lock ihn mal rein, die ist das. So, das macht uns zu Männer. Wenn wir sagen, schon hol ihn rein, ich will ihm sagen, dass er scheiße geboxt hat. Was muss mir keiner sagen, dass ich scheiße geboxt habe, weil ich weiß es selber, weil ich reflektiert bin. Die Szene zeige ich euch jetzt direkt, damit ihr versteht, was er meint. Ist das Manuelsen? Also der echte? Schuhe, ihr Boxexperten außer Umut. Warte, drück drauf, wie viele Abonnenten, was? Wie? Wallah, wenn jemand kämpft. Und seine Meinung sagt, dann wenn man diese Meinung nicht erträgt, sollte man nicht kämpfen. Vielleicht ist er das nicht. Wenn er das ist. Außer Umut, mashallah. Doch, das ist er. Sandro! Wie kann ich gucken? Glaube ich nicht. Ist er das? Hol ihn mal rein. Hol ihn mal rein. Das ist der, Wallah. Wer euch hört, denkt, ihr seid Weltmeister. Hol ihn mal rein, wir reden mit ihm ein bisschen. Wallah, wir sind keine Weltmeister, aber wer boxen kann und wer boxt und verliert, muss Kritik ertragen. Weißt du, wenn Mike Tyson kämpft und verliert und wir machen Kritik, dann antwortet er auch nicht. Und weiter geht's mit Manuelsens Statement. Ich hab scheiße geboxt, okay? War keine Glanzleistung. Dafür brauche ich weder dich noch irgendeinen anderen, der sich jetzt da auf TikTok hinstellt vor ein paar Kids und so tut, als ob der Don King ist und den Menschen, der das Boxen erklären will. Gegen Umut sagen wir nichts. Nicht, weil wir Angst haben oder weil wir jetzt vor Furcht sterben. Nein, Umut ist ein Kampfsportler, Boxer. Wenn einer sich was erlauben kann, darüber zu sagen, dann ist es er. Er ist okay? Ein Guter auch noch. Und wenn er sagt, das war nix, dann basiert das auf seinem Grundwissen. Okay? Was soll ich euch sagen? Man ist nett mit euch, man gibt euch Hack, man gibt euch Respekt, man gibt euch Krime. Aber dann geht ihr, weil es jetzt gerade so Hype ist, oh, Manuelsen ist K.O. gegangen. Ja, im Ring. So what? Ist doch kein Problem. Weißt du, ich meine, das ist wirklich Wallah kein Problem. Und eine schlechte Leistung zugeben ist auch kein Problem. Das ist alles eine Kleinigkeit. Aber das, was ihr macht, das ist das, was ihr jeden Tag macht. Okay? Ihr macht das jeden Tag. Ihr wartet darauf, dass irgendwas passiert im Internet. Okay? Dass irgendeinem irgendwas passiert oder irgendwas irgendwo ist. Und dann geht ihr, setzt euch dahin und redet darüber. So, als ob ihr nichts anderes zu tun habt. Dazu muss man aber fairerweise auch sagen, ich mache ja auf YouTube nichts anderes. Zwar jetzt nicht auf TikTok, noch keine Live-Matches etc., aber auf YouTube ist das halt mein Content, mein Job. Ich halte die Leute auf dem Laufenden. Während ihr stundenlang suchen müsstet, erspare ich euch diese Arbeit, sucht das Wichtigste heraus, schneidet es so zurecht, dass es kompakt und nur die informativsten Stellen an euch überliefert. Ihr setzt euch dann abends hin und sehr, sehr viele von euch sogar. Kuss geht raus an der Stelle und genießt es einfach. Das heißt, ich profitiere durch die Klicks, die ihr auf mein Video generiert. Ihr profitiert durch die endlosen Stunden an Zeit, die ihr euch spart, wo ihr nicht selbst nach allem suchen müsst. Und wir sind alle auf dem Laufenden gehalten. Eine Win-Win-Situation für jeden. Und natürlich sollte man sich auch zu allem äußern dürfen. Deswegen nennt man uns doch auch irgendwo Meinungsblogger. Okay, vielleicht sind Arafat und Co. jetzt keine Meinungsblogger. Aber wenn die live gehen und das brisanteste Thema des Tages ist halt der Kampf zwischen Bösemann und Manuelsen gewesen, da will man auch darüber reden. Vor allem, wenn so ein fitner Barello ankommt und dich halt dazu drängt quasi. Wir sind wenigstens Rapper, weißt du, ich meine? Also wenn wir hier sitzen und erzählen und machen und irgendwas, dann ist das unsere Arbeit, ist unser Ding, Reichweite, dies, das, Gesülze, blablabla. So, aber was macht ihr denn da überhaupt? Was macht ihr da überhaupt? Was macht ihr denn da überhaupt? Das ist keine schöne Art von euch, ne? Mit Yasser habe ich eh nichts zu tun, ich kenne ihn gar nicht. So,
tu mal den zur Seite. Weißt du, was ich meine? Aber von Arafat, das ist keine schöne Art. Okay? Das ist nicht schön. Das ist unhöflich, pietätslos. Wenn man sagt, man kennt sich und Respekt und dies und das, dann ist das keine Art und Weise. Und das muss halt jeder für sich selbst wissen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man, egal wie gut man mit jemandem ist, fair und gerecht über einen Kampf dieser Person reden sollte. Habe ich ja sogar bei meinem jüngsten Bruder gemacht, dem ich die Windeln gewechselt habe. Er hat gekämpft auf dem Event von Arafat. Er hat verloren. Sein Gegner war ein sehr guter Kämpfer, hat verdient gewonnen und ich habe Kritik hageln lassen, denn er war auch nicht ganz bei der Sache und war auch nicht richtig so, sage ich mal, mental am Start. Und Kritik ist sehr, sehr wichtig. Wenn du diese Kritik nicht annimmst, dann Bro, hör auf zu kämpfen. Fairerweise muss man hier an der Stelle aber sagen, Manuel hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf. Er wurde quasi dazu gedrängt von allen Seiten und es lastete eine Menge Last auf seinen Schultern. Von daher, ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn er sich da in die Enge getrieben fühlt und es nicht so geil findet. Aber dass man seine Meinung dazu äußert, zu dem größten Highlight des Jahres, ist selbstverständlich. Und meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Und Jihad hat sich zu der Thematik auch geäußert. Er ist der Streampartner von Manuelsen, auch ein sehr guter Typ, hab den da auch kennengelernt an dem Abend, wo diese Boxfight war. Und er sagt Folgendes dazu: Deine Sportart gibt es immer einen Gewinner oder einen Verlierer oder einen Unentschieden. Ne? Manuel hat verloren. Die Leute zerreißen sich gerade die Mäule. Die haben nur auf diesen Moment gewartet. Ne? Sei euch gegönnt, sagt dein. Aber wisst ihr, was die größte Pflicht ist? Dass man mit einem gewissen Alter im TikTok sitzt und auf einmal Profi-Analyser-Boxer ist. Das ist die FDH. Packt euch mal selber an die Nase, ne, bevor ihr im TikTok sitzt und irgendwelche Analysen macht über Boxkämpfe oder sonst irgendwas. Geht mal in den Ring rein selber und boxt mal selber, damit wir auch analysieren können. Aber nicht auf TikTok. Wir analysieren über hier, im echten Leben. Wer was zu sagen hat, ihr wisst alle, wo ich bin und wo ich wohne. So, und meine Nummer habt ihr auch. Assalamu alaikum. Hä, was hat das mit Nummer? Versteh ich nicht. Und ab da fing es an. Das Ding war nicht mehr aufzuhalten. Wenn man jetzt was analysiert, gleich komm, spring darauf. Subhan al-Khali. Oder geh, Amme, geh, box oder box nicht. Geh. Warte. Will er einen, braucht er einen, der ihn sucht? Stopp mal, ich will euch was sagen. Ihr wisst alle, wo ich wohne, was ist das? Isma, ich war gerade in NRW und kannst du auch deine Leute fragen. Wenn ich komme, dann komme ich. Egal, interessiert mich nicht, wer was ist. Und verteile hier keine Ansagen. Ich bin kein Boxer, deswegen boxe ich nicht. Aber ich bin ein Mann seit meiner Geburt. Okay? Wenn jemand boxt und keine Kritik verträgt, dann soll er nicht boxen. Ganz einfach. Ganz einfach. Arafat, einfach mit dem Haki. Aber der Eifni oder der Eifni. Kul wahat sei ambe, ambe, auwe, ala schu. Challi. Wallah, man fakir hada. Kul shi buatu hallo. Nuabi, amalli aflam. Anna sag, Nuna, ich wohne auch hier. Wenn er jemand will, wenn meine Kritik ihm nicht gefällt, ich wohne auch hier. Immer diese, wo ich wohne. Warte, wer hat denn... Warte. Sagen wir alle, TikTok, alle Männer sind so und so. Ihr seid doch genauso auf Twitch. Beleidigt euch einer? Versteh ich auch nicht. Geht auf TikTok in diesem Alter. Twitch ist noch das Menschen. Ganz ehrlich, ich bin hier, ich mach... Und ja, ich verstehe das mit dem Alter auch nicht. Ich meine, ob nun Twitch live oder TikTok live, man ist live. Pott wie Deckel. Ich bin ja auch ab und zu auf Twitch live, jetzt nicht so, vielleicht einmal im Monat. Bin nicht so der Live-Gear-Typ, aber im Grunde genommen sollte es egal sein, so wie alt man ist, wo man live geht. Ich habe das ganz stark zu spüren bekommen am Anfang, wo ich anfing mit YouTube. Und da war ich halt nicht annähernd so alt wie jetzt. Das ist ja jetzt 7-8 Jahre her. Und da habe ich schon Kritik geerntet. Aber wie gesagt, nur zur Anfangszeit. Ja, du bist zu alt, du bist dies. Irgendwann etabliert man sich, irgendwann ist man drin. Und da gibt es nicht mehr dieses, ja, du bist zu... Nein, Bro, wo bleiben deine Videos, deine täglichen Videos? Man ist drin in der Materie. Bei denen wird es noch eine Zeit lang dauern, bis alle es akzeptiert haben, aber irgendwann ist das dann auch Alltag und ganz normal und da wird auch keiner mehr darüber reden. Ähnlich wie mit Reaktionen. Ich war einer der Ersten, der damit anfing. Alle immer so, oh, Reaktion, Kacke und hier und da. Jeder Schwanz macht das mittlerweile. Es ist das Normalste der Welt geworden, da redet keiner mehr drüber. Und auch das mit dem Alter, lass den doch 70 sein und live gehen. Heißt das, du darfst dein Leben und deine Meinung nicht mehr äußern ab einem bestimmten Alter?
Ich finde das nicht richtig, aber ich verstehe, warum Jihad sich eingesetzt hat. Er wollte für seinen Bruder da sein, er wollte für seinen Freund da sein, hinter ihm stehen und ihn nicht fallen lassen, wie es sehr, sehr viele andere gemacht haben nach dem Kampf. Und nach so einer Niederlage wird aussortiert, automatisch durchs Universum ein Sieb entsteht, wo alle falschen Leute erstmal da durchsickern. War bei Sinan genauso. Ein Sieb, alle falschen Leute sind durchgesickert, mittlerweile befinden sich nur noch die Wahren um ihn herum. Und wenn man denkt, dass das was Schlechtes ist, was einem da widerfahren ist und warum sich das Schicksal gegen einen gewendet hat, dann merkt man aber im Nachhinein, oh, das war sehr, sehr gut, dass das passiert ist, denn jetzt kann ich unterscheiden zwischen den Guten und den Schlechten. Und weiter ging das Ganze. Ja, ja, ist gut. Du redest mit Respekt, du bist respektlos, aber Kher, ich werde das hier nicht im Internet ausführen. Kher, und nein, nochmal. Ich bin nicht, ich hab, oder, wallah, haram, dass ich deinen Namen erwähne. Wallah, khalas, schubidak fi. Widerwärtigkeit komplett. Schubidak fi, khalli, ich weiß nicht, was mit dem einen machen soll. Wallah, das wollte ich nur kurz loswerden. Subhanallah, weißt du was? Ich sag dir, was das ist. Ich red mal offen. Die sind live, die reden, er springt sofort drauf und geht live. Dann muss der 24 Stunden live rennen, weil die ganzen Leute reden über ihn. Ja, ja, und hier antwortet er. Und hier antwortet er. Warum? Weil er Profit schlagen will. Aber er soll mal, erstmal. Ich werde dir sagen, geh antworte. Erstmal, geh antworte Engel. Khalil will Engel antworten. Geh zu Engel. Geh runter zu Engel. Aber bei dir, warum reagiert er nur bei dir? Ja, ja. Man sieht zu Umut schlagen. Geh zu Umut. Umut hat auch lustig über dich gemacht. Umut, ja. Erstmal, nein, nein. Ist immer, bin ich immer. Irgendwie zieht Arafat Stress förmlich an, ist mir aufgefallen. Es haben sehr, sehr viele sich lustig gemacht, aber ich glaube, das Wort von Arafat hat am meisten gewischt, deswegen fühlt man sich dadurch auch am meisten angegriffen und man weiß, dass man durch ihn auch die meiste Reichweite generieren kann. Was da jetzt wirklich im Hintergrund los ist und warum Arafat explizit immer wieder als, sage ich mal, Auffangbecken benutzt wird, als eine Art, so dieser letzte Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, weiß ich hier noch nicht, aber es ist mir sehr, sehr oft aufgefallen. Wallah, lass mich mal kurz ausreden, bitte. Bei Allah, ohne irgendwas Schlimmes zu, ohne schlimme Gedanken, also, Wallah, Billah, ich fordere ihn heraus. Ich will ihn gegen Essen bringen, mit Manuelsen, bei Allah. Ich komm gleich, warte. Das ist das krasseste Moment, wenn Arafat kurz Pause macht, Wallah. Oh mein Gott. Was das Ganze so krass macht und gefährlich ausarten könnte, ist die Tatsache, dass demnächst eine NRW-Tour ansteht. Arafat Abou-Chaker kommt mit seinem Schützling Barello nach NRW und die haben ihren ersten Auftritt, so wie es aussieht, in Essen, in der Stadt von Sinanji, Kürt Ibo, Argante, Yalbi und halt auch direkt in der Nähe von Manuelsen am 19.05. in Essen, in Essenz. Wie gesagt, ladet mich sehr, sehr gerne dazu ein. Dann habe ich wieder einen Tag, wo ich einen geilen Vlog aufnehme. Kann und er sagt Folgendes. Am 5. sind wir in Essen, im Essenz. Boah, da bin ich auch. Papa, bitte nicht an dem Tag, wo ich da bin, weil ich hab... Nee. Nein, du machst deinen Auftritt. Nein, da ist doch nichts, Mann. Falsch mit dem Haki. Alles gut. وشو الحكي اللي عم بحكيه احنا سبينا لك يا زلمه كل واحد انترنت خمس والله ما مصدقين على الله واحد يحكي كلمه عشان ينطوا عليه ولك يا عمك والله كله انترنت خمبو اي مانويل ذات مش بلوكي باي اندر اكونت والله وي ماخن يا داس ايش هي راس يا هو جنا يا بابا فولن دي نيشت Ja, Sir. Ja. Kannst du, bis er den reintut, rausgehen? Dann geht Omo drauf und ich tu dich rein? Wie denn das? Weil ich folge mich nicht mit denen, er hat mich blockiert. Kannst du ihn annehmen, Omo? Ich hab ihn auch nicht, ich muss den suchen. Wie, du hast ihn auch nicht? Wallah, ich hab ihn nicht. Aber ohne, dass Yasser nicht rausgeht, kann ich ja nicht in die Liste schauen. Guck doch jetzt, findest du ihn? Wenn du ihn jetzt findest, dann gehe ich kurz raus. Bruder, ich kann doch nicht draufdrücken auf diese Liste. Geh mal raus. Ja, Freunde, so viel zum Beef zwischen Arafat Abou-Chaker und Manuelsen. War halt ein bisschen gottlos. Bleibt abzuwarten, was am 19.05. passieren wird. Ich hoffe, es wird zu keiner Eskalation kommen, denn wie eben erwähnt, jetzt schon zum dritten Mal, würde ich sehr, sehr gerne an dem Abend auch dort sein. Und natürlich will man, dass da alles harmonisch vonstatten geht. Das ist aber nur meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt kühl und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Motherfucker.